Mit der Mesha-App kannst du Punkt-zu-Punkt-Entfernungen und Flächen einschätzen. Sie ist eine tolle Hilfe bei der Berechnung von Arbeitsmaterialien und Kosten. Dieses Tool bietet hochwertige Entfernungseinschätzungen, jedoch keine genauen Messungen. Die Entfernung wird über die Ausrichtung der Kamera und des eingebauten Lasers ermittelt. Für eine möglichst hohe Genauigkeit hältst du das Gerät parallel zum Objekt oder zur Oberfläche, auf welche du den Laser projizierst. Laser und Kamera müssen außerdem kalibriert werden. Beim ersten Schritt der Mesha-App wirst du dazu aufgefordert. Am besten legst du dafür dein CAT S61 mit dem Display nach oben auf einen Tischrand. Miss mit einem Maßband die Entfernung vom Boden zum Smartphone und gib den Wert in die App ein. Auf dem nächsten Bildschirm sucht die Kamera automatisch den roten Laserpunkt auf dem Boden. Ein kleines grünes Kästchen sollte um den Laserpunkt auf dem Bildschirm erscheinen. Dies zeigt an, dass der Punkt gefunden wurde. Wenn die App den Punkt nicht findet, tippe auf den Laserpunkt, um ihn manuell zu identifizieren. Drücke dann die Aufnahmeschaltfläche. Es erscheint eine größere Ansicht des Laserpunkts mit einem Fadenkreuz in der Mitte. Der Punkt muss sich in der Mitte des Fadenkreuzes befinden. Ziehe dafür, falls nötig, das Bild. Bestätige dann über die Aufnahmeschaltfläche. Die Kalibrierung ist nun abgeschlossen. Deine Messungen können nach Stößen gegen dein Gerät ungenauer werden. Um die Genauigkeit zu erhalten, solltest du regelmäßig eine Kalibrierung durchführen. Wir empfehlen, nach jedem Sturz oder Stoß eine Kalibrierung durchzuführen. Erfahre mehr unter catphones.com.